Guten Abend, meine Damen und Herren, Gratulation und ich freue mich so, dass ich dabei sein, weil ich und beinahe wäre es gar nicht passiert, weil ich diese Strecke, es ist ja so, muss ich was kaufen, auf jeden Fall, das ist ganz lieb gemeint, Selfie. Also. Ich habe ein bisschen Angst. Also auf jeden Fall, ich wäre beinahe, weil diese, ich weiß nicht, die Fluggesellschaften, da ist im Moment intern, haben die, da geht, die Maschinen müssen irgendwie feucht durchge. Also auf jeden Fall, und deshalb bin ich mit dem Auto, und die Strecke können sich ja ungefähr. Das ist Autofahren heute und ich habe einen kleinen Beitrag, den ich muss nur vorher das so ein bisschen. Wer heute, und ich bin ja entspannt, ich habe, hallo. Aber ich kann, und das erst, weil früher war ich auch total, da habe ich gedacht, mein Gott. Da war schon die Frage die Antwort. Auf jeden Fall, seit mir ein Bekannter gesagt hat, reg dich nicht, sag dir den Satz immer wieder, Verkehrsregeln sind doch nur Empfehlungen. Seitdem bin ich auch früher zu Hause. Also auf jeden Fall, lassen Sie mich eben, ich muss ja noch den Beitrag. Und ich habe, das ist ja, ich habe ja, Gott weiß was, wir hätten hier, 3 Stunden hätten Sie ja noch, glaube ich. Also auf jeden Fall, ich wollte sagen, weil davor, da hätten Sie mich erleben. Ich habe ja, weil ich auch immer dachte, es betrifft nur mich, nur ich habe diese voll vor mir. Also es war so. Ich konnte machen, sobald ich das Auto, hätten Sie mich schon. Ich gebe nur mal ein Beispiel, ich muss mich aber. Wenn meine Frau zu mir sagte, hör mal, wir brauchen dringend wieder neues Leergut, hallo. Das ist doch vollkommen. Hinterher ist wieder nichts begriffen worden. Also auf jeden Fall. Ich musste mit, ich sage Ihnen das nur mal, die kennen ja die, zur Kreuzung unten, da musste ich links abbiegen. Da konnten Sie die Uhr nachkaufen, wenn ich da mich unten links eingeordnet. Da war immer eine Schlange und jedes Mal hatten wir da war der Leiter vorne, der Leiter dieser Schlange. Da war immer irgend so ein Exmatrikulierter, der saß da in seinem Auto und hat darüber nachgedacht, was bedeutet mir die Farbe Grün? Da war. Hallo. Da hätten Sie als Polizeibeamter, hätten Sie mich gar nicht kontrollieren können, weil Sie hätten den Wagen gar nicht von mir aufbekommen, weil in dem ganzen Innenraum alles Hals. Also sowas habe ich. Und ich habe, also mal abgesehen hier von dem, vom Jubiläum, ich bin ja stolz, aber ich habe ja privat auch noch ein kleines Freudenfest zusätzlich, denn, und das habe ich Ihnen mitbekommen, ich bin ganz stolz, ich habe, man darf das ja im Fernsehen nicht so, also weil es Werbung ist,
Kühe grasen nicht, sie sprechen mit der Erde. Habe ich jetzt, das ist jetzt gerade, und da sind natürlich, das ist wirklich, also jetzt gerade Weihnachten, man weiß nicht. Auf jeden Fall, und in meinem vorigen hatte ich ja, wo wir gerade dieses banale Thema Auto, da habe ich zum Beispiel auch einen Satz, der ist mir dazu, gestern kam ich in eine Polizeikontrolle, hatte aber Glück, denn ich saß allein im Wagen, allerdings hinten. Und hier ist das, bitte, das ist ja. Ich zeige es nochmal so, weil das darf man nicht so im Fernsehen. Ich lasse das aber gleich rumgehen, dann können Sie. Und da habe ich auch zwei Beispiele und dann komme ich zu meinem Beitrag, bevor wir dann nachher noch die Nachtwanderung. So, man muss auch mal Humor. Also, hier beispielsweise, das kennen Sie alle wahrscheinlich. Ich habe ja auch ein Navigations. Da habe ich geschrieben, ich habe der Dame meines werkseitig als super schnell angekündigten Navigationssystems die Ansagen in realitätsentsprechender Vergangenheitsform umprogrammiert. Da heißt zum Beispiel dann ein Satz, vor 400 Metern hätten Sie links auf die A3 in Richtung Kassel abbiegen müssen. Oder Nebelfelder sind auf der Autobahn daran zu erkennen, dass das Schild Nebel nicht mehr sichtbar ist. Also hier geht's, da können Sie, das macht so viel Spaß und es hat natürlich noch ganz andere. Da sind romantische, es ist aber natürlich auch Humor, weil man will ja auch mit der Zeit gehen. Oder hier, das Auto der Zukunft, um Gottes Willen, ich muss, das Auto der Zukunft fährt allein. Allerdings Obacht, die Software ist im Moment noch auf dem Stand, Insassengespräche werden aufgezeichnet und der Computer verwertet sie und reagiert darauf. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, Sie fahren von München nach, was sagen wir mal, Wien, dann müssen Sie während der Fahrt auf jeden Fall darauf achten, dass Sie Worte vermeiden wie Köln, Paris oder Neapel. Man arbeitet da noch dran. Also, ich muss jetzt ganz kurz, weil dann ist auch dieses blöde Thema mit dem Autofahren, das ist ja auch vollkommen, das können Sie akustisch stornieren. Ich habe nur noch am Schluss, also das kriege ich nicht, ich kann das ja nicht immer, es gibt auch am Ausgang. So, auf jeden Fall, eine Sache muss ich Ihnen sagen, ich habe einen Nachbarn, der arbeitet bei einer Autoversicherung, dann ist das Thema aber endlich fertig. Der hatte, früher durfte man das ja nicht, heute kann man ja die Daten überall, das ist ja völlig egal. Der hat mir mal, da hatten wir allerdings schon zwei gute Dosen Rotwein getrunken. Da hat er mir mal, weil der arbeitet da in der Unfall, da musste man zu meiner Zeit, konnte man nach dem Unfall auch wegfahren. Heute muss man das ja alles aufschreiben, was weiß ich, alles so ein bürokratischer. Da hat er mir eine Akte mitgebracht, da schreibt einer nur mal so als kleine. Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser Mann niemals die andere Straßenseite erreicht. So. Bedanke mich.